vorsichtig damit. Habt ihr vor, in die Hofburg umzuziehen, Maman? Das sind alles nur Geschenke. Ich dachte, das wird ein ganz normaler Familienbesuch. In Österreich ist Frieden eingekehrt. Das ist Grund genug zum Feiern. Waffenstillstand. Von mir aus Waffenstillstand. Kenn ich mich in der Politik aus? Du bist hier der Feldherr. Du warst doch im Krieg. Ich bin nur die liebende Mutter, die ihren Sohn und die Enkelkinder besucht. Nicht da oben. Das fällt doch runter. Ich bin tief gerührt. Ihre herzogliche Hoheit, Mademoiselle de Chartres, und seine herzogliche Hoheit, Karl von Lothringen, euer Schwager, königliche Majestät, sind soeben durch die Tore Wiens gefahren. Das habe ich völlig vergessen. Habe ich noch Zeit, mich umzuziehen? Wenn es unbedingt nötig ist, Majestät, allerdings... Und ob es nötig ist. Der Besuch der Schwiegermutter verlangt eine dem Anlass entsprechende Kleidung. Am besten wäre wohl ein Kettenhemd oder eine Rüstung. Im Falle von Mademoiselle de Chartres würde ich unbedingt auch einen Helm mit Klappvisier in Betracht ziehen. Mit Federbusch natürlich. Würdet ihr wohl. Draußen warten. Ich würde ja zu gern wissen, was die Hexe im Schilde führt. Sie will ihre Enkelkinder sehen. Sie hat doch nicht mal mitbekommen, dass zwei davon schon tot sind. Was hast du gesagt? Das steht dir gut. Welche Gemächer sind für unsere Gäste vorbereitet? Die südseitigen, hoffe ich. Die südöstlichen, Majestät. Die mit dem besseren Badezimmer. Die Tapeten sind völlig ausgeblichen. Südseite. Die müssen mindestens 100 Jahre alt sein. Die Bettwäsche ist neu, die Federbetten frisch aufgefüllt. Selbstverständlich. Gut, und der Wein? Welchen Wein haben wir anzubieten? Wie immer aus der Toskana. Brunello di Montalcino und Tokaja. Ich habe mich persönlich darum gekümmert. Oh, hier schimmelt es überall. Herrliche Lüster. Das ist böhmisches Kristall, Hoheit. Ihre königliche Majestät findet großen Gefallen daran. Da hat sie ein schönes Andenken an Böhmen, wenn sie es verloren hat. Bitte? Ach, bloß ein Scherz. Noch eine, die nicht pünktlich sein kann? Seine Hoheit Prinz Karl Alexander von Lothringen und Bar und Ihre Hoheit Elisabeth Charlotte, Herzogin von Lothringen, Prinzessin von Orléans und Fürstin von Commercy. Es ist uns eine Freude, einen so lieben Besuch bei Hofe begrüßen zu dürfen. Eure königliche Majestät, die Zeit, in der wir einander nicht gesehen haben, war für uns eine unaussprechliche Qual. Ich kann es kaum erwarten, endlich Ihre Hoheiten, den Erzherzog Josef und die Erzherzogin Maria Anna zu sehen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, eure königliche Majestät. Ebenso wie eure kaiserliche Majestät Elisabeth. Und eure Hoheit Erzherzogin Maria Anna.